In der heutigen Bibelstelle lehrt uns Jesus, wie es sein kann, ein gelungenes Leben zu führen, ein Leben in Fülle. In diesem Evangelium ist mir aufgefallen, dass 9-mal das Wort selig vorkommt. Jesus stellt vor jedem Satz eindringlich das Wort selig. Ich habe mir gedacht, was heißt das überhaupt, selig sein? Es wird uns oft erst im Himmel prophezeit, selig zu sein. Aber ich glaube, auch hier auf der Erde ist es möglich, selig zu sein. Und was ist das für ein Gefühl? Selig ist nicht ein High-Zustand, ein berauschter Zustand, ein nebelartiger Zustand oder ein Zustand, den Sportler oft haben, wenn sie über ihre körperlichen Kräfte trainieren. Selig ist für mich unerwartet, grenzenlos, ruhevoll, friedlich, angstfrei, unendlich und vor allem unverdienbar. Jesus beschreibt in dem Evangelium eine Lebensform, die lebenswert ist. Ein Leben in Fülle, man kann fast sagen, garantiert.